Heiligkeit und Kampf. Epheser 4, 23 und 24. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Glaube funktioniert nicht, wenn er echt sein soll, ohne Kampf und ohne Überwindung. Und dass man sein Kreuz täglich auf sich nimmt und bereit ist, den Kampf des Glaubens beständig aufzunehmen. Es ist der verordnete Weg der Heiligung, dass wir als Christen auch unsere Kämpfe haben müssen, ebenso unsere Niederlagen. Auch die brauchen wir. Aber es ist tatsächlich ein guter Kampf, weil Gott dahinter steht. Echte Christen kämpfen, und ein unsägliches Zeichen für eine aufgesetzte Frömmigkeit ist es leider, wenn man von diesem Kampf in einem drin und in dieser Welt gar nichts mitbekommt oder ihn einfach ignoriert und denkt, man kann, sollte sich da weitgehend heraushalten. Soll man nicht. Der Kampf geht gegen diese böse Welt, den Teufel und gegen meine eigenen Gelüste und Begierden und mein sündiges Fleisch, das gegen den Geist streitet. Wer keine Anfechtungen hat, wird vom Teufel meist auch in Ruhe gelassen, weil er keine Gefahr darstellt und sich auf dem breiten Weg befindet, der nicht zum Ziel führt. Wer allerdings die Schliche des Teufels kennt und erkennt und bereit ist, aufzustehen und zu kämpfen, dem wird auch ein Gegenwind entgegentreten und versuchen, ihn aus der Bahn zu werfen. Kampf funktioniert nicht ohne Glauben und die Bereitschaft, damit im Sinne Gottes umzugehen. Es ist der Glaube, der alles überwindet und zum Ziel bringt. Der Glaube, den Gott schenkt, und der Glaube, der beinhaltet, dass Gott uns durchträgt und dass wir, wie es in der Bibel auch heißt, mit unserem Gott über Mauern springen können. Was wir als Nachfolger brauchen, ist vor allem die Waffenrüstung Christi, die uns zu standhaften Christen macht, weil wir uns unseres Heils sicher sein dürfen und weil wir die Bibel haben, erlöste Menschen sind und bleiben. Uns ist die Gerechtigkeit Jesu im Glauben zugesagt. Und weil wir in der Heiligung stehen dürfen, die uns verändert, stark macht, auch wenn wir manchmal schwach sind, und wir sicher sein dürfen, dass Jesus auch für uns persönlich der Anfänger und Vollender des Heils ist und bleibt. Der Kampf des Glaubens ist gut in vielerlei Hinsicht. Auch weil wir als Christen dadurch in der Welt und vor der Welt ein Zeugnis sind für die Wahrheit des Glaubens und dem Wort Gottes in der Bibel. Was mir auch klar ist, ist der Umstand, dass jeder auch seinen eigenen Kampf hat und es keine fromme Schablone gibt, nach deren Prinzip jeder dieselben oder ähnliche Kämpfe auszufechten hat. Jeder hat seine eigenen Lasten, seinen eigenen Weg und auch seinen eigenen Glauben. Es ist ein Gott, ein Erlöser, ein Evangelium, aber doch geht Gott ganz unterschiedlich mit uns um. Ich denke auch, dass in der Heiligung vieles individuell berücksichtigt wird, was wir gar nicht wissen können und vielleicht auch nicht unbedingt immer wissen müssen. Die Anfechtungen verändern sich im Laufe der Zeit. Und was mir persönlich leicht oder vielleicht auch schwer fällt, ist bei anderen Glaubensgeschwistern vielleicht ganz anders. Die Anfechtungen sind wohl auch sehr dem Zeitgeist angepasst, sodass die Nachfolge vor 100 Jahren wahrscheinlich andere Prioritäten und Schwierigkeiten mit sich brachte als heutzutage. Jetzt zu vergleichen, was leichter oder was schwerer ist oder hätte sein können, ist wohl spekulativ und ist auch nicht wichtig, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, die Versuchungen heutzutage sind vielleicht doch ein Stück weit größer und subtiler geworden mit fortlaufender Zeit. Ob schwerer, ist wieder eine andere Frage. Aber sie sind anders geworden, auch weil der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, Unheil zu stiften und Christen müde und unbrauchbar zu machen. Und weil eben die Möglichkeiten der Ablenkung größer geworden sind. Was mir irgendwie neu klar geworden ist, dass ich die Waffenrüstung Christi eigentlich nie ablegen sollte. Sobald man sie angezogen hat, sollte man sie auch anbehalten. Wenn man den Bibeltext diesbezüglich liest, kann man auch den Eindruck bekommen, dass es etwas ist, was man auch immer wieder ausziehen und in den Kleiderschrank legen könnte. Nachzulesen Epheser 6, 11 bis 16.
Klar wird mir nun logischerweise, dass dies nicht der Sinn der Sache ist, weil man sein Christsein ja auch nicht an der Garderobe abgibt, wenn man Dinge tut, die nicht direkt mit dem Glauben zu tun haben. Aber das ist ein Irrtum, weil im Grunde ja alles letztlich von Gott gegeben und am Leben erhalten wird und es keine gottfreie Zone gibt in diesem Sinne, weder in der Welt oder in meinem eigenen Leben, wenn ich Christ bin und der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat, wie die Bibel es sagt. Der Teufel macht ja auch keinen Feierabend, sondern durchstreift beständig diese Welt, um Böses zu tun und Schaden anzurichten. Entsprechend muss ich auch stets gerüstet sein. Wachen und beten ist also angesagt, und dies ist aber auch etwas, was man durchaus beständig tun kann, ohne zu verkrampfen oder daran gar zu verzweifeln. Es ist ja letztlich der Heilige Geist, der einem alles gegeben hat, was man für ein Glaubensleben benötigt. In Jesus Christus haben wir alles. Und durch ihn auch ganz persönlich wissen wir, dass diese Welt einmal endet und dass wir diese Welt durch den Glauben an Jesus Christus überwinden können und werden. Der Sieg ist quasi schon vorhanden und errungen. Und im Grunde kann ich entspannt sein, wenn ich verstanden habe, kapiert habe, wie der geistliche Kampf in der Praxis funktioniert. Und das ist beruhigend. Besonders wenn ich versage und dann meist auch ganz genau weiß, warum ich wieder versagt habe. Mir persönlich ist ganz klar, dass ich als Christ nicht bis zu meinem Lebensende durch mein Leben schwebe und quasi einen Meter über dem Boden hinwegfege und jedes Hindernis spielend umschiffe und über Anfechtungen und Probleme nur müde lächeln werde. Das wird nicht passieren. Aber es ermutigt mich, dass ich immer wieder aufstehen und weitermachen darf, weil Jesus dafür den Grund und Boden bereitet hat im Evangelium der Gnade, im Evangelium, was mir meine Sünden vergeben hat, im Glauben an den gekreuzigten Heiland Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der mein Heil wurde und der mich errettet und erlöst hat und der mich nicht verlassen und versäumen wird und der mich zum Ziel bringen wird, nämlich der Seelenseligkeit und der mir Kraft gibt für dieses Leben und mir Hoffnung gibt und Stabilität auch am inneren Menschen, was wir ja alle brauchen und vor allem auch Geduld. Jesus ist bei uns und es wird alles gut. Darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.